Hallihallo, hier ist Herr Gusor nochmal kurz vorm Urlaub. Ich weiß nicht, wie viele Videos ich noch raushauen werde. Vielleicht sogar nochmal ein GTA-Video, ich weiß es nicht. Aber das ist heute der letzte Tag, an dem ich was mache. Und also beziehungsweise heute nehme ich noch auf. Mal gucken, was ich heute noch auf der Reihe kriege. Dann, je nachdem, habt ihr halt noch ein paar Tage mehr was. Ich werde nicht weiter vorproduzieren, dass ich jetzt sage, die nächsten anderthalb Wochen, wo ich Urlaub habe, mache ich was. Da kommt, wenn überhaupt, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn überhaupt mal ein Vlog. Und das war's dann auch. Ich würde gerne mal reinschauen, wie der CW so selber verlief bis jetzt. Und da muss ich ja schon mal sagen, ist das ja schon mal ziemlich nice, vom sechsten von uns einfach mal den ersten anzugreifen und da dann sogar noch einen Two-Star zu holen. Das ist natürlich ziemlich nice, wobei man jetzt mittlerweile auch halt sagen muss, man hat halt auch schon mit Town Hall 9 die Möglichkeit, die Drachen auf 4 zu ballern und dann kann man natürlich schon, also hat man schon richtig fette Truppen, muss man ja mal sagen, die halt sonst immer nur für Town Hall 10 zur Verfügung standen. Also von daher läuft das halt schon. Somit geht das halt, dass man wirklich als Sechster einfach mal so den ersten vom Gegner angreifen kann. Obwohl der ja auch nicht so krass übel war, muss man ja jetzt mal sagen, vom Ausbau her. Klar, der hatte die Infernos, aber das war ja jetzt dann, der Rest war ja eher, naja, Town Hall 8. Hier, okay, die Bogitürme, klar, ein fetter King auch dabei, muss man auch sagen, klar, aber für den ersten im CW, was sagt ihr dazu? Da würde ich sagen, erster, gucken wir mal rein, Lion. Na, guck mal, also wenn ihr euch mal die grundsätzlichen Sachen anguckt, klar, da hattet ihr Magiertürme auf 7, logisch. Aber ansonsten, ich meine, hier teilweise stärkere Minenwerfer als drüben. Das ist schon eine krasse Nummer. So, jetzt gucken wir mal, wie es bei uns aussieht. Beri wurde gar nicht angegriffen momentan, das ist natürlich eine coole Nummer. Ah, okay. Aber Farmangriff, naja. Ich bin mal gespannt auf Hondos Death. Ah, ich meine, es ist schon echt enorm, wie weit der kleine Bengel mittlerweile ist. Das ist schon nicht normal. Also ich meine, ich habe ja echt, also mittlerweile Town Hall 9 ist ja wirklich so weit gemaxt bei mir auch, aber das ist schon echt eine Nummer. Ich muss mal gerade gucken, wo er seinen zweiten Luftfeger... Ah, da hat er seinen zweiten Luftfeger, okay. Ja, halt easy Town Hall gesnackt und das war's dann. Der Rest, die sind halt, man sieht's halt, der ist halt wirklich nur darauf gegangen, okay, komm, ich mache halt hier meine... mein Easy Rathaus fertig und das war's. Und ich meine, klar, er hat noch die Barbaren, aber damit hätte er jetzt nicht wirklich was reisen können. Damit kriegst du, ich sag mal, mit den 6 Barbaren, je nachdem, wie die Dev gestellt ist, kriegt man da ja in meisten Fällen, wenn überhaupt, ein Gebäude weg, wenn es jetzt bewacht ist. Wir brauchen nicht über tote Gebäude reden, klar. Da kriegt man dann mehr auf der Reihe, logisch. Aber ansonsten ist das hier... Naja, das ist vergeblich gewesen. Wobei er eigentlich hier hätte in dem Bereich noch... Na, obwohl, da sind auch die beiden Bogentürme. Tricky Sache auf jeden Fall. Aber war ja jetzt für uns nicht unbedingt schlecht. So. So, warte mal. Guse zeigt den Kriegslog an. Und jetzt CW. Ja, also... Kriegslog ist soweit klar. Ach so, ja, stimmt. War ich jetzt komplett. Ja, läuft im CW. Ist natürlich eine geile Nummer, ganz klare Sache. Das ist schon ziemlich geil. Und ich weiß, worauf er höchstwahrscheinlich hinaus möchte.
dass es bald für uns heißt, wir haben Clan Level 5 erreicht und das wäre halt mega geil, ist dann halt einfach die Möglichkeit, halt wirklich das Verbesserungslevel hochzuballern. Und extra Beute, klar, auch total geil, aber dieses Verbesserungslevel halt. Ich spende einen Vierer Drache, es kommt ein Gemax daraus, ist natürlich ziemlich geil. Das ist das, worauf ich richtig, richtig Lust habe. Das ist ziemlich geil. So, jetzt sah ich aber nicht genug gesabbelt hier. Wir wollen ja nochmal angreifen hier. Ja, schade halt, dass die Lootwoche vorbei ist auf jeden Fall. Ich hoffe für euch, also ich hoffe für euch, dass jeder sich ordentlich was genommen hat. Ich werde dann nochmal eventuell im nächsten Video, wenn ich noch nächstes mache, werde ich nochmal zu meinem anderen Account switchen. Und da seht ihr dann halt wirklich, ich habe mit dem richtig losgelegt in der Woche. Also richtig Amok. Und weil ich dachte mir dann auch, also weil ich so vor dieser Situation stand, na gut, okay, was machst du jetzt weiter? Und ich war mit dem Town Hall 8, da war ich dann echt schon so, naja, was könntest du jetzt noch machen? Was könntest du? Und habe dann festgestellt, ey, echt, dass ich dann teilweise irgendwie auch nur noch einen Bauarbeiter im Bau hatte. Und ich dachte, ey, das kann es ja nicht sein. Ich meine, da muss was gehen. Und dann ging da auch was. Hole ich mir noch das Dunkle? Ja. Ich hole mir noch das Dunkle, obwohl die Queen das richtig gut beschützen wird. Aber das ist mir egal. Ich will das Dunkle haben. Zumindest den Bohrer. Das ist der bessere. So, und dann sollte der King das da ganz soft und chillig regeln. Ja, das läuft doch. Läuft auch ganz gut. So, hier noch schnell. Zack, ja, genau. Das ist einfach so eine Sache, wo man sich sagt, okay, 70.000 Gold, die muss man dann nicht verschenken. Die muss man dann nicht verschenken. Aber wiederum, den King. Nee, den King muss ich wiederum auch nicht verschenken. Nice Loot, auf jeden Fall. Wie oft geklickt? Zweimal oder so? Läuft auf jeden Fall. Cooles Ding. Ja, wie gesagt, CW sieht richtig, richtig nice aus. Finde ich cool. Das soll es dann auch wieder von mir gewesen sein. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein. Ciao, ciao.